Ja, da sind wir wieder und ich muss euch was beichten, liebe Leute. Ich habe beim letzten Mal ein wenig Wegfindungsschwierigkeiten gehabt. Besser gesagt, es hat sich herausgestellt, Dokumentenfindungsschwierigkeiten gehabt. Und ich habe mich mal ganz kurz schlau gemacht noch, um zu gucken, was fehlt uns denn jetzt noch, um hier überhaupt weiterzukommen. Bezüglich bei Narkis weiterzukommen. Der wollte nämlich Dokumente haben. Und hier lag ein Dokument auf dem, ja, auf der Kiste hier. Dummerweise habe ich das dann natürlich blind draufgeklickt. Ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ja, es kam halt dazu, dass sie dann gesagt hat, also die gute Hilda, hey, das ist ja Nachricht Nummer 3, wir sollten Narkis mal besuchen gehen und ihm die Dokumente zeigen und damit, ja, müsste es eigentlich weitergehen. Ja, damit dann erstmal herzlich willkommen zurück zu Asparagus Curse of the Stars. Jetzt habt ihr alles furchtbar kommentiert, ich bin der Daniel. Wir gucken mal ganz kurz ins Inventar, ob wir das den Zettel nochmal finden, dann können wir uns den auch nochmal durchlesen. Nachricht Nummer 3, das war's hier. Eine von Frostschwinge unterschriebene Nachricht, die deutet darauf hin, dass der Verfasser ungewöhnlich vertraut mit den Aristoi ist. Frostschwinge weiß nicht nur viel über jede einzelne Aristoi-Familie, sondern ist auch sehr mit der Persönlichkeit und Aktivitäten von Marble vertraut. Seine bombastischen Worte sollen zweifelsohne andere anstacheln. Ja, jetzt kann ich leider nichts mehr drauf gucken auf das Dokument. Naja, schade Schokolade. Aber damit können wir dann zumindest mal zurück und vielleicht auch bei Narkis dann weitermachen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ob dann uns ein Weg vorgeschlagen wird. Ob, also ich, wie gesagt, wir hatten ja beim letzten Mal diese eine Tür da entdeckt, ne? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Tür der Weg zum weiteren also ja, zum weiteren Fortschritt ist. Jetzt gehen wir mal zu. Was war das? Kloaga Kovala. Da steht er, der Narkis. Da sucht man Türen und eigentlich muss man Dokumente finden. Da muss man natürlich auch mal drauf kommen. Ich sag nur Scheuklappen. Narkis? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ach du liebes Spiel, du kannst mir doch jetzt nicht einfach sagen, hier such den Narkis. Wo ich doch gerade eben erst ein Dokument suchen musste und eigentlich eine Tür gesucht habe. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Das wird jetzt diese Tür sein. Oder dieses Gitter. Wir warten das noch gleich. Wo komme ich da jetzt am schnellsten hin? Ich glaube, hier könnte ich am schnellsten hinkommen. Da, wo das Loch im Boden war. War das nicht hier? Ja, hier, ne? Hier. Genau. Gut, hätte ich das gewusst. So, wo ist denn hier dieser Querbalken wieder? Mal schauen, ob wir nochmal auf den landen können. Ja, das klappt. So. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem Kanalisationsdings da. Also wir sind ja die ganze Zeit in der Kanalisation. Ich denke, dass es hier hinten ist. Da war nochmal die eine Leiter. Ja, da oben steht er natürlich auch schon. Es war so klar, es war so klar. Dann ist es kein Bug von dem Spiel gewesen, dann war es einfach nur wieder mal meine Unfähigkeit, mir zuzuhören und, ne? Hilda, great. You came just in time. Hey, what are you doing here? I discovered that the cultist's assembly area is right behind that door, and the security here is lax. But the door's locked. We have to find the key. Got it. I searched the sewer and found these documents. I think they're relevant to the collusion between the cultists and the Aristoi. Frostwing? They know so much about the Aristoi. I didn't expect we'd been infiltrated so thoroughly. So these documents can be used as evidence that someone has colluded with the cultists. I'm not so sure. If we hand them over now, they'd be able to destroy any other evidence. Plus, they don't directly say that anyone's infiltrated the sewer. I'm afraid these won't convince people. What are you planning to do? If we can get into their assembly area, I'm sure we can get better evidence. You're a good fighter, so you should go and search around. I've noticed some boxes that the cultists are particularly protective of. Maybe we can find the key there. Is it this one?
Matches the keyhole, so it must be. Narcus, why are you insisting on getting into their assembly area right now? Are you doubting me? No. Oh, it feels so awful to be doubted by the heroine I admire so much. Ask me anything. I'll answer as best I can. Okay. If you have any questions, dann, feel free to ask. Reden wir mal, ja? Wie viel wisst ihr über Agnes? Agnes scheint euch besonders wichtig zu sein. Sie ist die zweite Tochter der derzeitigen Oberhaupt des Hauses Eisfuchs. Obwohl sie nur die zweite Tochter ist, kann sie ihre Intelligenz und ihr Talent nicht verbergen. Ich behaupte dir mal, Agnes ist Frostschwinge. Sie wurde seit ihrer Kindheit gut ausgebildet und konnte auf eigene Faust mit Haus Lorbeer verhandeln, als sie noch jung war. Was ich sagen wollte, sie und Minerva standen sich nahe und Minerva vertraute ihr sehr. Was ist danach geschehen? Es lag an Omnis Politik. Sie waren sich uneinig und stritten sich häufiger. Astergos ist der Grund, aus dem sie nicht mehr miteinander sprechen. Ich schätze, Minerva dürfte sich damals viele Feinde gemacht haben. Aber Agnes wirkte auf der Feier sehr höflich. Ja, ihre soziale Kompetenz ist hervorragend. Ihre wahren Gedanken sind unglaublich schwer zu lesen. Aber ich weiß, dass sie viel im Hintergrund getan hat, um Minerva anzugreifen. Je freundlicher sie sich also gibt, desto vorsichtig soll ihr Mann sein. Ich beobachte sie nun schon seit vielen Jahren. Tatsächlich glaube ich, dass sie die Hauptverantwortliche für die Kollaboration mit den Kultisten ist. Habe ich euch schon gefragt, wie es dazu kam, dass ihr mit Minerva zusammenarbeitet? Ich musste sie nicht überreden. Ich habe einfach den perfekten Moment gefunden, um eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Darin bin ich gut. Vor dem Ausbruch von Astergos beobachte ich das Paar und Arkon Serene. Ungeachtet der Gerüchte darüber, was zwischen ihnen vor sich ging, setzte sich Omnidis für die Wahl, für das Wohl der Bürger und Sklaven ein. Ich wusste es zu schützen. Aber mein Status unter den Aristoi war damals doch noch nicht gefestigt. Daher brachte ich meine Unterstützung für ihn nicht offen zum Ausdruck. Ihr legt euch nicht gern fest? Das leugne ich auch nicht, aber ich glaube an Gerechtigkeit. Es tut mir leid, dass Omnidis versagt hat, aber Herrin Minerva macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Diesmal kann ich endlich etwas für sie tun, damit Aphis auferstehen und zu seinem goldenen Zeitalter zurückkehren kann. Warum kümmert ihr euch so sehr um den Isros-Kult und untersucht ihn so gründlich? Ich glaube, das hat etwas mit meinen Vorstellungen und Überzeugungen zu tun. Der Isros-Kult sagt, dass er versucht, die Menschen zu erlösen und hat allen eine freie und gerechte Gesellschaft versprochen, was sehr erstrebenswert klingt. Nach der Verabschiedung des Kriegsrechts wirkte er noch vielversprechender. An der Oberfläche verehrte der Isros-Kult einen Weisen namens Isros, aber in Wirklichkeit ist er ein Personenkult um den Erzbischof. Es ist eine fanatische Besessenheit. Ich glaube, das dürfte euch bei Eulalia aufgefallen sein. Ja, ich war schockiert, als ich das erste Mal sah, wie die Kultisten Eulalia huldigten. Was der Kult zu bieten hat, ist definitiv nicht Freiheit und Gleichheit, sondern vielmehr ein undurchdringliches Klassensystem. Je fanatischer und abergläubischer man ist, desto mehr Verantwortung bekommt man im Kult. Ich will Veränderungen und hoffe, dass Minerva diese Veränderungen in Aphis bewirken kann. Aber ich werde dem Kult nicht tatenlos dabei zusehen, wie er alles zerstört, was mir wichtig ist. That's all for now. I believe you. Thank you. Anyway, I think this is a good opportunity to dig up more evidence. Open the door when you're ready. I'll follow you. All right then. Let's take a look. Dann schauen wir mal. Seltsamen Schlüssel verwendet. Wir hätten ja auch eigentlich hier. Na, guck mal, ist das Frostschwinge? AKA Agnes? Good for nothing, werewolves. How could they let people sneak in? I thought sublimation would make them smarter. Agnes, it's you? Narcus. And the outsider. You're quite a handful. Centurion Lawrence. Where is your Aristoi dignity? That you, of all people, would turn to the Ethris? We're getting what we need from each other. Can you guarantee that Minerva will give us a better life? Or are you stupid enough to believe that woman? Even so, to take refuge with a cult? The Ethris will no longer be a cult anymore if we legitimize it. If you'd tried even once to look at the Ethris with an open mind, you'd know that your accusations are based on blind prejudice. Then tell me why you, an Aristoi, haven't been sublimated while the others who joined the cult have turned to monsters. Admit it, you're just a brutal, self-serving cult. I have important missions I must carry out before undergoing sublimation. You're cute, but so naive. Maybe I should keep you around as a pet werewolf. Don't you want to be with me, Narcus of House Narwhal? I...
I refuse. Agnes, why have you gathered the cultists here? Don't worry. I'll reveal the secret to you as you die. Too slow. Narcus! Let's go, Lawrence. You first. I'll stay behind and make sure they're truly done for. Fine. I'll leave it to you. You! Na, haben wir einen neuen Kampf gewonnen? Oh, das sind auch nochmal ein paar Bogenschützen. Oh, Moment, Speere. Moment mal, wir hatten doch noch hier Bogenschützen. So. Ach, das gibt ein Level-Up während dem Kampf. Natürlich auch praktisch. Hoppla, der lebt ja immer noch. Moment mal, der lebt immer noch. Den müssen wir noch schnell wegmachen. Moment. Ich hatte nur noch komplett unter Kontrolle. Autsch, 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 autsch. Das hat wehgetan. Persönlicher Schlüssel von Lawrence. Das heißt, wir werden hier wieder... Also jetzt haben wir wieder einen Schlüssel gefunden. Es wird hier nochmal einen Raum geben. Hoffentlich dann auch mit mehr Beweisen. Also ich sehe hier, dass man hier noch hochklettern kann. Oh, Moment mal. Da ist noch einer. So, haben wir das Areal erstmal? Noch nicht so ganz. Haben wir es jetzt befriedet? Darf ich vielleicht mal Attributs und Talentpunkte ausgeben? Das wäre sehr, sehr nett. Also, Attribute. Ich würde auch mal hier mal wieder zwei reingeben. Und Talentpunkte. Ich meine, wir haben noch ein Talent. Für den Speer. Was wir... Genau, da brauchen wir zwei Punkte für. Heißt, da... Werden wir noch mal warten? Jetzt kommt schon wieder einer. Und ob der noch lebt, das sieht nicht so aus. Ah, guck mal an. Hat nur einen Kater, hä? Huh? Agnes was brutal, but I only lost consciousness for a moment. Fortunately, I have a defensive starite. Oh, that's great. So you're all right. I just need some rest. Look around and see if there's any evidence we can use. Ei, ei, Captain. Ich gucke. Gucke. Das erste Mal gibt es hier Loot zum Einsammeln. Das ist auch wichtig. Bekanntmachung für ein Gartenfest. Bekanntmachung. Sehr verehrte Gäste, in diesem Quartal werden wir erneut ein Fest im Garten des Amphitheaters abhalten. Dieses Mal lautet das Thema Kraft durch Zusammenarbeit. Der Spruch kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir heißen unsere verehrten Gäste herzlich willkommen, uns bei diesem Unternehmen beizuwohnen. The back garden, the amphitheater. They belong to the cultists now. I remember the backstage area of the amphitheater was closed last time. Is it open now? Stimmt, da war was, da waren auch zwei Türen, da habe ich mich nämlich auch schon mal umgeschaut. Und die waren verschlossen. Möglicherweise sind die jetzt offen. Also bei Kraft-Durch-Sprüchen klingelt es immer auf eine ganz andere Art und Weise. So, dann müssten wir jetzt eigentlich die Tür hier aufbekommen, oder? War das der Lawrence-Schlüssel, der uns da jetzt durchgelassen hat? Möglicherweise, oder? Wir brauchten gar keinen Schlüssel. Was ist hier eigentlich kaputt? Lecker.
Haben die da irgendwas geopfert? Oh, da haben wir nochmal was zum Klettern. Möglicherweise dann nochmal Beweise. Ja, eine Kiste zumindest auch schon mal. Belohnung muss sein. Haben wir uns verdient. Reines oder Archalkrossgestein. Da ist schon wieder eine Tür, die sich gar nicht bedienen lässt. Ach komm schon. Das war's. Außer der Kiste war hier nichts oben. Hatten wir denn noch irgendwo was? Auf der, nee, da hinten, das ist kein Eck zum Klettern. Also hier der Durchgang, das war das, wo wir von der anderen Seite aus immer reingucken konnten. Ne? Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Wir reden nochmal mit ihm, vielleicht ist das ja auch schon ausreichend. Ich meine, ich sehe hier gerade irgendwie nichts mehr zum Einsammeln. Mal gucken, vielleicht ist es ausreichend. I just need some rest. Look around and see if there's any evidence we can use. Er ist noch nicht zufrieden, das heißt, es muss hier noch was geben. Hier oben wohl nicht, ja. Das ist nur der Aushang. Wir haben doch jetzt schon an den Wänden geguckt. Na, was suche ich denn jetzt wieder? Irgendwelche Beweise, aber... Was soll das denn jetzt sein? Bräuchte hier wirklich so ein Witcher-Sinn gerade? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, Moment mal. This is a map of the military's deployment for Argus Plaza. If the Aethras have this intelligence, it's only a matter of time before they breach the plaza. Ist. This evidence is enough. Danke. Den Spruch wollte ich hören. Danke, Hilda. Ah, the deployment map together with the assembly notice to the Aristoi. These can certainly be used as evidence. Thank you, Hilda. We were right to come here. The cultists have infiltrated the Aristoi so thoroughly. Yes, and I'm afraid this is just the start. It's going to be a difficult fight. What are you planning to do? I have to meet Bion next. See this? They're going to have a party. I'll report it to Bion. Maybe we can go to the back garden at the amphitheater to get some information. Just be careful. Yes. I'll try my best not to get in Bion's way. You know, if you were willing to help us, you could also talk to Bion. I will. Es klingt, als hätten wir die Nebenquest erfolgreich abgeschlossen. So. Und das heißt, kann ich jetzt zu Minerva gehen? Oder sollte ich erst zu Bion gehen? Ich dachte eigentlich... Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob die direkt zusammenhängen, ob das jetzt Minerva was hilft, wenn ich erst die Bion-Geschichte mache. Aber es wurde ja eigentlich gesagt, dass sie jetzt auch nicht so mega viel Zeit hat. Wo war denn jetzt noch gleich der Aufzug? War der nicht hier? Moment, stopp, das ist der falsche Eingang. Ich glaube, ich weiß wieder, wo er war. Der war doch bei dem großen, wo wir das Wasser abgelassen haben. Bei dem großen Raum. So. Genau, hier sind wir. Ah ja, passt schon. Sind wir schon direkt da.
Gut, dann die gute Minerva hat jetzt lange genug gewartet. Dann können wir da jetzt mal gucken, ob wir diese Prüfung da bestehen. Sollten das eigentlich noch in die Folge packen können? Sie hat ja gesagt, naja, maximal 5 Minuten, ne? Ausgang finden. Ausgang ist hier. Dann den Stein aktivieren. Wir ruhen uns auch nochmal aus, dass wir die Hitpoints dann quasi voll bekommen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Sorry, I kept you waiting. Is everything all right? We have evidence that Agnes not only is a cultist, but that she's also infiltrated the Legion and is planning to take Argus Plaza. Agnes? I never thought my suspicions would be confirmed. You already knew? A while back, Nargis reported to me that he thought someone was planning to invade Laurel Mansion from the sewer. Although the sewer is overseen by Marvel soldiers, there are some strange holes in their defenses. I had no evidence, nor could I say what's in that sewer. Your instincts were right. I'm sure with this evidence, Marvel will have to listen to reason. Let's take the trials first. I'll find the right moment to use it. Ready? Ready. During the fight, don't worry about me. Just keep moving forward. Priest, everything is ready. Minerva, the sinner of House Laurel is about to undergo the trials of remission with the approval of Marble, the Archon of Legion. Minerva and her warrior will sincerely pray to the three to redeem themselves in blood. I, Wassily, a devoted believer and representative of the Aristoi, will bear witness to everything. Let the trials begin! So, das heißt, wir gehen hier kämpfen, ja. Ich mach vielleicht erstmal die Bogenschützen. Okay, habe ich das jetzt gerade mit meinem Speer gemacht? Wenn ja, wäre das ziemlich mächtig gewesen. Mein Gott, diese Bogenschützen mit ihren Frostschüssen. Hoppala! Hoppala! Geht's weiter? Was ist eigentlich hier? Autsch. Hoppala. Zweimal Stiere. Ja, die kommen alle auf mich zu. Ja, wunderbar. Moment mal. Moment mal. Heilung. Sag mal, diese Speere noch. Also, diese Stiere, nicht Speere. Oh, den hat sie aber gut niedergelegt. Freut mich. Wofür sind diese Sachen gut? Machen die meine magischen Fähigkeiten? Ja, zwei Kolossi, das ist ja nett. Moment mal, Moment mal, Moment mal.
So, das war die dritte Welle, ja? Ah, das gibt hier noch eine. Na gut, noch eine. Autsch, 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 autsch. Lass mich heilen, lass mich heilen. Autsch, autsch. Eieieiei. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Weil du drückst auf Heilung, aber wenn du halt ausgewichen bist, dann zieht es halt nicht sofort. Oh nein, müssen wir das nochmal neu machen? Der Speer ist nicht dafür gut geeignet, viele mobile Gegner zu bekämpfen. Oder ich bin's nicht. Verflixt. Ich hatte eigentlich auch eine ganz andere Aktion vor, aber hab dann gemerkt, verflixt, ich habe gar nicht genug Energie. Ja, dann machen wir das gleich nochmal. Achso, Moment, sie steht immer noch da oben. Das heißt, ich muss nur die letzte Welle besiegen. Wenn das so wäre, wäre es ja richtig gut. Das war gerade mal ein kleiner Rückschlag. Nichts, was uns aufhalten kann. Okay, der erste. Diesmal haben wir sie. Guck, guck. Hier hinten bin ich. Marble, this is your failure. Your elite soldiers couldn't even beat a child. Do you have anything to say? No. This is... Do something about it. Your reputation is in ruins. No one will believe you are capable of anything ever again. Or maybe, do you want to do it yourself? We've officially passed the trials, right? Yes. It's amazing, Mistress. Congratulations on your completion of the trials. Under the witness of the representative of the Aristoi and the Archon of Legion. And the gods of stars, I will officially repeal. Wait. Is there a problem, Lord Marble? Mistress Minerva, you have redeemed yourself. That is quite clear. And you regain your noble status. But your warrior has not. She has committed numerous crimes. I will deal with her here and now. What? That can't be right. She completed the trials with me. She did. But only because she was designated by you as your only guard. I hadn't interfered because you hadn't completed your trials yet. Outsiders are not citizens, and the law doesn't apply to them. You don't understand. This child is crucial to saving Aphis. I went along with your pointless trials. Now you want to punish Hilda with the same archaic laws? Do you want me to make you an exile again, Mistress Minerva? By the gods, you disgust me. You've left me no choice, Marble. Before the trial, I uncovered evidence that Aphis has turned to the Aphis.
also colluded with Centurion Lawrence, and they conspire to launch an attack on Argus Plaza. Look at the evidence. Centurion Lawrence has given the cult all of your military deployments. What? Well, today is just the trials of remission. We'll need to convene a religious court at another time for identification and judgment. Listen to me. The cult is going to ravage Argus Plaza, and the threat from Eumenides is imminent. We are running out of time. I risked my life today in front of the gods of stars, not for myself, but for all of Aphis. Impossible. Agnes and Lawrence. No. Marble, let go of your pride. We can still work together to fight the cult and Eumenides. Now's not the time to... Silence! You lie. You're attempting to deceive everyone. You think you can distinguish right from wrong better than the three? You dare speak of justice? Enough! I'm here to personally see to Hilda's punishment. Ich habe einen Moment gedacht, wir werden keinen Kampf bekommen, aber natürlich. Und damit geht die Folge in die Verlängerung. Marble, der alleinige Archon. Karre der Frostwölfe. Hä? Moment mal, hallo? Ich hab geblockt. Ich muss eigentlich jetzt mal hier so, ne? Ihr wisst schon. Moment mal, ich hab hier ziemlich wenig Platz. Moment mal, ich könnte Minerva hier vielleicht rausholen? Ja, Hilda hat gerade ein kleines Problem. Hilda hat gerade ein kleines Problem. Das hat mich jetzt ein bisschen kalt erwischt. Nun gut, aber dann müssen wir oder dann können wir den Bosskampf auf dem nächsten Mal verschieben. Doch keine extra long Verlängerung. Ja, kleiner Cliffhanger, Leute. Tut mir leid, aber ja, dann ist es halt so. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann mit dem Kampf gegen Marble. Und bei der Gelegenheit, ich muss auch mal schauen, ob ich irgendwas an Frostresistenz habe. Der hat da ziemlich viel Eis auf dem Boden, was mir durchgehend Schaden macht. Er selber macht auch ziemlich viel Schaden. Das heißt, meine Bewegungsfreiheit ist auch ziemlich eingeschränkt. Und ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Auslauf, glaube ich. Ja, aber da werden wir uns beim nächsten Mal drum kümmern. Ich danke für euer Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin, noch einen schönen Tag. Ciao.